Schönen guten Tag. Ich freue mich, zu einer neuen Ausgabe vom Kultur Europa Journal begrüßen zu dürfen. Bei mir ist heute virtuell dabei Tanja Gurke vom Grazer Kunstverein. Hallo. Hallo Sandra, herzlichen Dank für die liebe Einladung. Freue Hallo mich. Tanja, schön, dass du Zeit hast. Vielleicht magst du dich selbst ein bisschen vorstellen, bitte, weil du bist ja nicht nur unter Anführungszeichen die Geschäftsführerin vom Grazer Kunstverein, sondern tust ja noch ein, zwei bis drei andere Dinge nebenbei. Ja, ich sage gerne ein bisschen was, was ich so treibe in der Kultur. Also der Grazer Kunstverein, das ist eben mein Hauptaufgabengebiet. Da bin ich jetzt schon seit über 11 Jahren, bin in der Geschäftsführerin, habe schon sehr vieles dort erlebt an unterschiedlichen künstlerischen Leitungen, an unterschiedlichen Ausstellungen. Es war immer sehr, sehr spannend und wir stehen ja auch jetzt kurz vor der neuen künstlerischen Leitung vor der Entscheidung. Am Donnerstag ist soweit und wir werden dann nach dem Hearing wissen, wer die Leitung ab Oktober 2021 übernehmen wird. Ja, was ich sonst noch mache, ist, ich organisiere die Reihe Häuserschauen für das Haus der Architektur. Das mache ich jetzt auch schon seit über 11 Jahren und das ist eine Reihe, wo wir aktuelle Architekturprojekte in Graz sehr niederschwellig einer Zielgruppe, die sich aus Fachleuten, aus Interessenten, aus Architekten zusammenstellt, eben präsentieren. Sinn und Zweck ist, dass die Architekten selbst durch ihr Projekt führen und auch für Fragen zur Verfügung stehen. Und man sieht eigentlich, dass in Graz wirklich unglaublich vieles gebaut wird und auch sehr spannende Projekte da entstehen. Und wir wirklich schon eine große Zahl an Interessenten haben, die da regelmäßig teilnimmt. Und ja, dann mache ich auch noch, bin ich auch noch im Landeskulturkuratorium. Das freut mich wirklich sehr. Da bin ich jetzt auch verlängert worden, bin jetzt also im 4. Jahr und freue mich riesig, da eben ein bisschen mitwirken zu können, wenn es darum geht, Kunst und Künstler und Künstlerinnen, aber auch Volkskultur, Kultur im Allgemeinen zu fördern und auch möglich zu machen und da einen Schritt mitarbeiten zu können in diesem Prozess. Das freut mich sehr, Super, also das heißt, du hast ein ganz breites Spektrum. ja. Dieses Häuser schauen, wie darf man das vorstellen, wenn du sagst, neue Projekte oder werden auch revitalisierte Projekte da angeschaut oder besprochen? Also wir haben 2010 mit der Reihe begonnen. Damals gab es im Programm sowohl Baustellen wie auch Projekte kurz vor der Fertigstellung. Wie du sagst, auch revitalisierte Projekte. Dann gab es auch zum Beispiel eine Rückschau auf Projekte wie den Jüdischen Friedhof und Projekte in diesem Bereich. Dann, wie Günter Domenik verstorben ist, haben wir seine Projekte schwerpunktmäßig angeschaut. Und in den letzten Jahren hat sich es eigentlich rauskristallisiert, dass wir gerne Projekte anschauen, die zwischen der Fertigstellung und der Übergabe sich befinden. Also in einem Zeitfenster, wo man ein Architekturprojekt so sieht, wie man es wahrscheinlich nie mehr sieht. Nämlich da, wo man die Technik noch sieht, wo man Leitungsverlegungen und was weiß ich, Details sieht, die man später nicht mehr sieht und wo man wahrscheinlich auch gar nicht mehr reinkommt. Und das ist eben das, was auch vielen Leuten sehr gefällt und wo Architektur auch sehr niederschwellig zugänglich wird. Und dadurch, dass eben Architekten und Architektinnen vor Ort sind, können alle Personen auch Fragen stellen und die werden auch immer sehr bereitwillig beantwortet. Und es ist eine unglaublich nette Stimmung und immer ein guter Austausch. Klingt total spannend. Und deine Haupttätigkeit, die Geschäftsführung im Grazer Kunstverein, ihr habt jetzt eine total spannende Ausstellung von Elisabeth von Samsonow. Magst du ein bisschen erzählen drüber, bitte? Gern, ja. Also wir haben jetzt mal eine Künstlerin, die in Österreich lebt, in Wien und auch in Niederösterreich. Ursprünglich ist sie aus Bayern, aber eben schon sehr, sehr lange in Wien tätig. Elisabeth von Samsonow ist Philosophin, Künstlerin, auch Professorin. Und sie ist ja ein bisschen so eine Ausnahme bei uns im Programm, weil wir haben einen sehr großen Schwerpunkt auch auf internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Wir schätzen sehr, dass diese Personen auch zu uns nach Graz kommen und vor Ort produzieren, sich dann aber auch mit der Kunst- und Kulturszene vor Ort vernetzen und da ein Austausch entsteht, der Internationales zu uns bringt. Und das ist eigentlich immer sehr spannend und bringt dann auch unterschiedliche Netzwerke zu uns. Und wir merken das vor allem jetzt auch auf Social Media, wo wir verstärkt präsent sind, dass da eine
wirklich grenzenlose Vernetzung passiert, die eigentlich wirklich ganz schön ist und die uns viele neue Interessenten bringt, aber auch eben uns hinausträgt sozusagen in andere Länder und andere Gebiete. Das ist also unsere Erfahrung auch im Bereich von Kultur International, dass wirklich diese Social Media hier schon ein tolles Instrument sind, um tatsächlich weiter in Kontakt zu bleiben und auch zu sehen, was tut sie oder was tut er und könnte es vielleicht gerade passen, oder? Ja, stimmt. Man verfolgt dann eigentlich auch, was Künstler und Künstlerinnen, die man doch näher kennengelernt hat, aufgrund der Ausstellungstätigkeit dann in Folge machen. Und auch, dass es für manche vielleicht sogar im Kunstverein ein Sprungbrett war, um andere Gebiete zu erreichen, andere Menschen zu erreichen und auch an anderen Orten Ausstellungsmöglichkeiten zu bekommen. Das freut uns immer sehr, wenn wir sowas sehen können. Das glaube ich, ja, das ist wirklich total spannend. Und jetzt hast du es eh schon angesprochen, die Internationalität, das ist ja auch eines unserer Hauptthemen, nicht nur, aber schon auch, um ein bisschen kleiner zu werden, unter Anführungszeichen Europa. Die Gretchenfrage, wenn du einen Wunsch frei hättest für Europa, für die Europäische Union, aber lieber Europa, was wäre das für ein Wunsch dann, ja? Ja, Sandra, das ist eine Frage, die man wahrscheinlich stundenlang diskutieren kann. Ich versuchen werde, ein bisschen zu reduzieren zeitlich. Ich finde, man sollte das von zwei Aspekten sehen. Europa im Gesamten, also wie können wir gegenseitig und gemeinsam an Themen wie Umwelt, wie Gesundheit, wie Wirtschaft und einfachere Wege und bessere Vernetzung arbeiten. Ich finde, das wäre ganz, ganz wichtig, einfach, dass wir in Europa zusammenhalten und gemeinsame Ziele verfolgen und auch gemeinsame Aufgaben angehen, um das Allgemeinwohl der Menschen zu verbessern. Was die Kultur und die Kunst und einfach auch die Vielfalt an Kultur betrifft, so wäre es gut, wenn die Wege einfacher wären. Also wenn man einfach Kulturen besser verschränken kann, wenn mehr Offenheit herrscht, auch neuen gegenüber, weil niemand weiß alles von anderen Kulturen. Also wäre es einfach gut, niederschwellig die Möglichkeit zu bieten, sich zu vernetzen, vorurteilslos aufeinander zuzugehen und auch zu schauen, was können wir gegenseitig voneinander lernen, wie können wir gegenseitig uns austauschen, befruchten und einfach uns mitteilen. Und Kultur ist ja so ein Bildungsauftrag auch. Es sollte jetzt aber nicht zu wissenschaftlich sein, weil sonst kann dann wieder nur eine kleine Gruppe an Menschen da teilhaben. Also ich denke, es wäre ganz wichtig, Kultur einfach leichter zugänglich zu machen, grenzüberschreitend zugänglich zu machen. Sehr schön, ja, vielen Dank. Also ich hoffe, also was ich höre, ist im neuen Kulturprogramm zumindest drinnen so ein Ort Erasmus für Mobilitäten für Künstlerinnen und Künstler. Also das ist, glaube ich, schon ganz viel wert, ne? Das klingt sehr gut, ja, absolut. Dass das wirklich auch mal mit den Reisebedingungen einfacher wird, ja. Natürlich in Zeiten einer Pandemie ist das nach wie vor dann ein bisschen kompliziert und komplex, auch zu schauen, wie sind die einzelnen Länder aufgestellt, wie darf man reisen. Aber wenn Erasmus das natürlich erleichtern würde, wäre das ganz toll. Ja, ich muss nachschauen, ich gebe dir Bescheid. Danke, ja. Liebe Tanja, für deine Zeit und ich komme demnächst bei dir vorbei im Kunstverein. Ich freue mich sehr drauf. Wir sind den ganzen Sommer da. Super, ich melde mich vorher bei dir. Dankeschön. Danke vielmals. Danke, Baba. Baba.